Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Extension Ultimate. Ja, ich habe hier ein paar Sachen zum Lagern. Das Pinienholz könnten wir mal anschauen. Schauen wir das mal an. Ups, hey, hallo. Ja, aber muss lecken. Oh, das sieht noch, das sieht noch irgendwie krass aus. Boah, aber das gefällt mir jetzt nicht so. Das sieht so ganz hell aus, ohne irgendwelche Texturen, Holztexturen. Also, wir gehen wieder in die Höhle und machen die Monster mal an. Hier ist die Höhle. Können wir den Bernstein noch mitnehmen. Aha. Dann nehmen wir doch hier mal noch ein bisschen Kohle mit. Jetzt habe ich die Monster an. Schlägt noch ein bisschen. Tut mir leid. Weltgeneration. Aber jetzt geht's. Schön viel Kohle mitnehmen. Brauchen wir denn eure Clays? Ja. Wir nehmen es einfach mal mit. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, die Erdbeeren, die halten nicht lange. Müssen da noch irgendwas anderes haben. Wir sollten also zuerst eigentlich anpflanzen. Ich mache jetzt einfach mal zwei, drei Monster. Ich könnte einfach mal nur erkunden und nichts abbauen und Monster töten. Aber hier ist natürlich alles ausgeleuchtet. Hier ist es ein bisschen dunkel. Hat es hier irgendwo Monster? Nehmen wir ja nur die Bernsteine mit. Auch wenn man die auch nicht gebrauchen kann. Ja, das ist halt bei so vielen Erzen. Man weiß wirklich nicht, was damit anfangen. Aber ja, manche Erze braucht man doch schon sehr viel. Hier unten irgendwo. Oh, hier ist ein Boss. Oh, eine der Waffen. Oh Gott. Hunger und Gift ist nicht gut. Hallo, gib mir doch das Schwert. So, jetzt. Sterben wir? Nein. Ja, toll, wie viel. Ah, nur ein Herz. Jetzt brauchen wir schon die ganze. Wir brauchen die ganze Nahrung. Dann nehmen wir auch Keks. Irgendwo hier unten gibt es auch noch Zombies. Einen Gegner konnten wir besiegen mit den Erdbeeren. Wow, sehr hilfreich. Okay, aber das geht schon in Ordnung. Wir müssen ja nicht so lange Monster. Eigentlich wollte ich Spinnen finden, aber es gibt keine Spinnen. Was ist das, eine Dryade oder so? Ein Werwolf. Die sind zu stark. Keine Werwölfe. Für den Drago bitte. Lieber hier irgendwelche
Bergmanns Freude. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sicher. Jetzt gibt es auch noch Sprengstoff. Oh mein Gott. Es gibt auch noch Sprengstoff-Zombies. Was ist denn das für ein Modpack? Es macht das Leben eines Erkunders nicht besser, eher schlechter. Oh Gott, und was ist das? Nochmals ein Sprenger. Oh Gott. Überall gibt es Sprengteile, da muss man unbedingt den Bogen nehmen. Da brauche ich einen Bogen. Wütender Zombie. So, die Grafikfehler kamen von Morph. Das ist doch Randomit, oder? Ja. Ah, gib mir doch mal irgendwas zum Bauen. Und was ist das? Ein Pferd. So, gehen wir wieder nach oben. Ich will nicht, dass die explodieren und die Erze mitnehmen müssen. Ich könnte noch etwas machen und das... Ja, nein, das bringt's nicht. Weil Explosion nicht zu Griefen gehört. Aber ich kann es trotzdem mal noch einstellen. Game Rule. No Mob Griefing. Oder No Mob Griefing. Falls. Ja, toll. Ach, komm schon. Muss gut schauen. Mob Griefing? Hab ich ja richtig geschrieben. Ah, oh, Kleinschreiben. Oh, das war Kleinschreiben. Jetzt. Wow, ist das schwer. Also mache ich hier Monster wieder aus, weil wir sind eigentlich oben. Und sonst überrascht uns irgendwas. Machen wir das hier. Ach komm, nicht lecken. Deep Iron. So. Wir sind... daneben. Okay. Du bist zu laut. Nichts gedroppt. Oh, schade. Also gehen wir wieder nach oben. Nehmen wir hier ein paar Bären mit. Wir gehen zum Garten kurz. Der Garten müsste hier oben sein. Oh, ganz viele Blumen sind jetzt hier. So, was nehmen wir? Das Reis ist noch nicht gewachsen. Dann nehmen wir doch, was wollen wir nehmen? Alles ist zu 0815. Kaffeebohnen. Ich werde mal eine anschauen. Oh Gott.
Kaffee. Nur zwei. Oh Gott. Dann nehmen wir das natürlich nicht. So, was wollen wir? Haben wir kein Reis? Das ist Reis, oder? Ja, das ist Reis. Reis anpflanzen. Ah, das ist Salpeter. Das ist das Reis. Und jetzt U. Da gibt's gar nicht mal etwas. Und R. Okay, egal. Wir werden schon herausfinden, was man aus Reis machen kann. So. Ja, jetzt müssen wir... Jetzt das Erz lagern. Ja, das Blöde ist halt, wir haben schon wieder zu wenig Platz. Nein, du bleibst hier. So. Und jetzt hier alles lagern. Nein, die Kekse bleiben hier. So. Da muss ich leider hier noch ein paar Sachen lagern. So. Gut, hier haben wir Eisen. Wir könnten uns jetzt aus dem Eisen schon mal eine Rüstung craften. So, und dann fehlen noch die Boots. Gut, dann sind wir schon ein bisschen geschützt. Weil ihr seht es, es ist extrem schwer, so vielen Monstern entgegenzutreten ohne Rüstung. Die wachsen irgendwie nicht. Ja, eigentlich, da müssen wir schon wieder eigentlich auf Erkundung gehen. Wir brauchen eben eine schöne Holzart. Hoffentlich finden wir ein Kirschbiom. Wir gehen jetzt mal durch diesen Wald hier. Könnte zwar ein bisschen lecken, weil viele Bäume hier sind, viele große Bäume. Aber dann ist ja wieder besser, wenn man wieder rauskommt. Was sind das für Blumen? Iris. Okay, dann nehmen wir ein paar Büsche mit. So, mit den Bären. Hier haben wir Pferde. Es leckt gar nicht so. Hier hat es Raccoons. Dachse. Und es ist Mondfinsternis. Eclipse. Hier haben wir einen Dungeon. Dann werden wir hier mal die Monster anmachen. Und ein bisschen in den Dungeon reingehen. Oh Gott. Hier versinkt man. So. Aber nicht hier oben, eher unten dann. Ach komm, schon vorwärts. Los. Los. Ja, sicher. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, ich kann keine Steine platzieren. Nach oben komme ich so auch nicht. Ich würde hier... Ich komme nicht hoch. So, jetzt. Also jetzt mal Glowstone. Brauchen wir das? Müssen wir das mitnehmen? Ich hasse Matsch. Ich hasse Matsch. Ich hasse jetzt schon Matsch.
los damit. Ja, jetzt bin ich zwei tief. Oh Gott, oh Gott. Gut, gehen wir nach oben. Schauen hier, was hier ist. Ein Bett nehmen wir mit. Eine Ender Chest, können wir die mitnehmen? Ah ja, die können wir nicht mitnehmen, weil es das Obsidian ist. Und hier haben wir... Nehmen wir einfach mal mit. Knochen nehmen wir mit, Fackeln. Ja, da können wir einiges mitnehmen. So, und hier. Nochmal Surplus. Also gehen wir nur kurz runter, weil wir sind schon wieder voll. Boah, in diesem Mod hat man immer volles Inventar. Das ist Wahnsinn. So, gehen wir kurz runter. Machen wir hier. Da müssen wir fast noch weiter runter. Machen wir mal ein Monster wieder an. So. Gehen hier durch. Oh, hier ist eine Spinne. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Sehr schön. Die Fäden möchte ich mitnehmen. Ja, der Lehm brauchen wir nicht. Und das könnten wir sonst auch noch weglegen. Ja, lassen wir es so. Ist hier auch eine Kiste? Ja. Quecksilber. Da brauchen wir den Bull nicht. 6 Angriffsschaden. Das nehmen wir mit. Und dann Beile anstelle des Fisches. Fäden nehmen wir mit. Knochen nehmen wir mit. Okay. Ich nehme immer das mit, was man am schwierigsten finden kann oder am wertvollsten ist. Hier ist nichts. Und hier hinten scheinbar auch nichts. Okay, dann war das eine Sackgasse. Gehen wir hier zu den Monstern, zu den Spinnen. So, hier müssen wir schauen, dass wir nichts finden. Nichts vergessen. Finden will ich schon etwas. Ja, was legen wir weg? Komm, ein bisschen Holz. Silber nehme ich jetzt nicht mit. Lampen kann ich mitnehmen. Melonenkerne. Papier nehme ich nicht mit. Eine Schallplatte. Ja, da kann ich das heißen. Ein Meteor ist runtergestürzt. Oh Gott. Also da gehen wir wieder nach oben. Machen wir die Monster wieder raus. So. Und hier haben wir noch Weizenviel. Eine Feuerbombe. Die giftige Kartoffeln, die brauche ich niemals. So. Ja, die Sticks. Genau. Also gehen wir nach oben. Dann werden wir hier das auch kennzeichnen, dass wir hier unten noch hin müssen. Oh, diese Treppen, die hasse ich. Die mache ich nie in die Häuser hinein. Außer eine große Wendeltreppe. So. M. Dungeon. Rockwell-like. Damit ich weiß, das sind diese Dungeons.
Und jetzt schaue ich mir an, wo der. Das ist der Garten zum guten Glück. Das dachte ich schon, der Meteor wäre hier oben runtergekommen. Aber ich denke mal. Ich sehe gerade keinen Einschlagsort. Vielleicht hier. Ah, hier. Das könnte hinkommen. Dann gehen wir dorthin. Schauen uns den Meteor an. Holen ihn halt später. Sammeln wir die Items ein. Und ja. Mal schauen, was es so gibt. Ein Schneeleopard ist noch hier. Hallo, Big Cat. Da müsste hier oben sein. Wenn ich das richtig gesehen habe. Schauen wir mal. Ah ja, hier. Ich müsste eigentlich auch noch ein paar. Ja, leider weg. So, jetzt haben wir die ersten. Gut, sehr gut. Ist eine schon erloschen? Oh, die erloschen. Ach Mist. Ich brauche welche, die nicht auf einem Ding sind. Das ist halt sehr schwer zu bekommen. Jetzt haben wir wieder. Oh, hör auf, hör auf. So. Aber man kommt sicher auch von denen noch ein paar übrig. Ja, jetzt sind ein paar verbrannt. Hier sind sie noch nicht erloschen. Hör auf. Du bist zu laut. Ah, die verbrennen immer. Komm, bitte noch ein paar. Ach, komm. Die Rüstung geht kaputt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen. Den Rest können wir später einsammeln. Die Rüstung geht kaputt, geht weg. Ah, gut. Jetzt, in welche Richtung? In diese Richtung. Ah, hier haben wir schon wieder das Gebiet. Unsere schöne. Ja, unser schönes Gebiet. Wie heißt das Gebiet übrigens? Caparral. Chaparral, irgendwie Spanisch. Ist ein bisschen Spanisch. Und unsere Dings sind gewachsen. Unsere Bäume. Zählen wir ganz gut. Ja, unser Standort natürlich. So, hier haben wir rotes Gestein. Adamantit, genau, das war das Adamantit. Das wir nicht abbauen können. 19 Stück. Machen wir Meteoriten draus. Und zur Hälfte so. Jetzt muss ich einfach schauen, wie wir das am besten machen. Meteor Timer. Ich möchte nicht einen Meteor Timer, ich möchte
Ich möchte. Gibt's sonst noch was? Okay, dann machen wir Metroid ein Schild. Redstone. Haben wir Redstone? Wir haben noch keine Redstone, wir müssen Redstone holen. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Das Haus geht bis dorthin. Darum machen wir doch hier Erde hin. Ja, toll. Ein bisschen. Ganz wenig. Komm du mal hier hin. So. Jetzt Meteoritenhain. Das Bett können wir aufstellen. So, einen Plattenspieler haben wir schon mal. Das Bett können wir aufstellen. Du kannst schon nachts schlafen. So, ja, weiter erkunden. Oder zuerst Redstone holen. Ja, komm, wir gehen kurz Redstone holen. Können wir auch die Monster nochmals anmachen. Und, ja. Also ich mache kurz eine neue Aufnahme. Bis gleich.